Ja, Zusammenfassung zu endlichen Automaten und formalen Sprachen, und zwar die regulären Sprachen und die kontextfreien Sprachen. Die gehören hier entsprechend dazu. Ja, ja, und zwar deterministische endliche Automaten, nicht deterministische und Epsilon-Automaten. Und die sind äquivalent zu den regulären Grammatiken, das hatten wir gezeigt. Ich meine, diese Pfeile hier, das sind jeweils Implikationen, und wenn ich eben hier jetzt einen Pfeil in der einen und einen in der anderen Richtung habe, dann heißt es, endliche Automaten, erst einmal hier, deterministische und nicht deterministische sind äquivalent, das heißt, alle Sprachen, die ein nicht deterministischer Automat erkennen kann, da gibt es auch einen deterministischen dazu, der die gleiche Sprache erkennen kann. Ja? Und die umgekehrte Richtung sowieso. Das heißt, die beiden sind äquivalent. Und da wir hier jetzt zwei Pfeile haben in beide Richtungen, bedeutet es, dass wir mit endlichen Automaten genau die regulären Sprachen erkennen können. Und, aber mehr nicht. Ja? Ja, reguläre Grammatiken sind wiederum äquivalent zu regulären Ausdrücken, und auch die Epsilon-Automaten sind nicht mächtiger als die normalen endlichen Automaten. So, und jetzt vorhin habe ich noch gesagt, kontextfreie Sprachen, die spielen hier tatsächlich noch keine Rolle. Das heißt, die endlichen Automaten sind genau gleich mächtig wie reguläre Grammatiken. Ja? Bloß eben, das ist die duale Welt. Mit den Grammatiken können wir Sprachen erzeugen, und mit den Automaten können wir Sprachen erkennen. So, dann haben wir uns über die Abschlusseigenschaften noch Gedanken gemacht und kommen jetzt zu den Kellerautomaten. Oh ja, und auf dieser Folie, da sehen wir jetzt, dass die endlichen Automaten für kontextfreie Sprachen nicht ausreichen. Und zwar, wenn wir diese Sprache LC2 anschauen, dieses C2 steht ja für die Chomsky-Typ 2-Sprachen. Und das ist so ein typischer Vertreter von Typ 2-Sprachen, A hoch N, B hoch N. Also eine Menge von A's gefolgt von der gleichen Zahl B's. So. Und das geht ja mit regulären Grammatiken nicht mehr. Da brauchen wir dann kontextfreie Grammatiken. Ja gut, und wie wir gerade gesehen haben, genügt dann ein endlicher Automat auch nicht mehr, um so eine Sprache zu erkennen. So, und das wollen wir uns jetzt gerade nochmal genau anschauen. Ja? Und zwar, wir fangen an mit n gleich 1. Ja? Das heißt, wir wollen das Wort AB erkennen. Naja, das macht dieser Automat hier. Der erkennt ein A und dann ein B und dann ist er im Endzustand. Wenn wir jetzt zwei A's und zwei B's erkennen wollen, dann brauchen wir diesen Automaten. Ja? Oder sagen wir so, wenn wir maximal zwei A's und zwei B's, also AB und AABB, die beiden Worte erkennt dieser Automat. Und zwar auf diesem Weg erkennt er AB, und wenn er hier lang geht, hier lang und da wieder zurück, dann erkennt er AABB. Und so können wir das natürlich immer weiterführen. Dieser Automat hier, der erkennt, was erkennt er denn? S5, S1, 2, genau. Der würde hier 1, 2, 3 A's erkennen und 3 B's. Ja? Und hier täte er eben entsprechend viele A's erkennen und gleich viele B's. Ja? Also der läuft hier hoch und dann entsprechend wieder zurück. Ja? Und ich meine, interessant ist,
Das ist natürlich ein nicht deterministischer Automat, weil der kann sich jeweils, langsam, wie ist das? Wo kann er sich denn entscheiden? Er ist 1, 3 und so weiter. Sorry, das ist ein deterministischer Automat. Wir brauchen überhaupt keinen Nicht-Determinismus. Wenn die A's zu Ende sind, dann geht es mit den B's weiter. Fertig, ja? Genau. So. Ja gut, also der kann ja dann offenbar A hoch N, B hoch N erkennen, oder nicht? Nein, kann er nicht. Warum nicht? Ich müsste einen Automat mit unendlich vielen Zuständen. Warum? Weil ich ja, die rechte, das rechte Bild zeigt es ja, dass sie unendlich tief eigentlich. Naja, ich meine, das rechte Bild zeigt es noch nicht. Weil der geht runter bis S2N-1. Das heißt, der hat endlich viele Zustände. Das ist praktisch ein Zehner. Bitte? Das ist praktisch ein Zehner. Ein was? Ein Zehner? Ein Zähler. Ein Zähler? Ja, also wir müssten, im Prinzip müssten wir zählen, wie viele A's wir haben, uns das merken und dann gleich viele B's zählen. Ja? Aber ich meine, das macht dieser Automat nicht. Der zählt nicht. Der zählt nicht. Der macht es anders. Der macht es über seine Struktur. Wenn ich bis hierher gekommen bin und da dann rübergehe, ja, dann ist automatisch gleich viele B's. Aber warum tut es der nicht, der Automat? Dann müsste er nach unten hin weiter und noch viel mehr Zustände haben. Der müsste unendlich tief sein, das ist der Punkt. Der müsste unendlich tief sein, dann würde er hier für N aus groß N. Also wenn ich hier sage, A hoch N, B hoch N mit N gleich 5000, ja, dann das kann der. Dann gebe ich dem eine Tiefe von 5000 und er erkennt all diese Worte. Aber er kann eben nicht die unendliche Sprache hier, das ist eine unendliche Sprache, die kann der nicht erkennen. Ja? Mit endlich vielen Zuständen. So. Ja, und ich meine, damit sind wir eigentlich schon bei der Idee für den Kellerautomaten. Ich meine, dieses Beispiel zeigt ja schon, der müsste hier ja unendlich tief in den Keller runtergehen. Ja? Also der bräuchte quasi einen unendlichen Keller. Also, ja, also unendlich viele Zustände in der Tiefe. So, jetzt, der Kellerautomat ist nicht genau das, nämlich ein endlicher Automat mit unendlich vielen Zuständen, sondern wir spendieren dem Kellerautomaten eben einen potenziell unendlich großen Keller oder sagen wir mal unbeschränkten Keller. Also das ist hier an dem Bild illustriert. Ich kann quasi mit so einer Push-Operation immer was obendrauf tun. Ja? Beziehungsweise das wandert dann immer tiefer in den Keller runter. Und so einen Speicher, den nennt man eben einen Keller. Oder auf Englisch heißt es Stack. Ja? Also ich kann immer weiter was oben drauf stapeln und dann aber auch wieder runternehmen. Ja? Das ist die Idee vom Kellerautomaten. Okay, und jetzt definieren wir mal formal. Ja? Also Englisch Push-Down Automaton, PDA. Das ist ein Fünftuppel, bestehend aus einer endlichen Zustandsmenge. Also Sie sehen, endlich viele Zustände, wieder endlicher Automat. Endliches Eingabealphabet, endliches Kelleralphabet. Und dieses Symbol, das ist praktisch das Bottom- oder Kellerende-Symbol. Das muss im Kelleralphabet mit drin sein. Also das Kelleralphabet ist eben das Alphabet der Zeichen, die wir in den Keller reintun dürfen. Und dann, klar, wie immer, haben wir eine Zustandsübergangsfunktion. So, und im Unterschied zum endlichen Automaten hat die jetzt drei Argumente. Der endliche Automat, da hat die Funktion zwei Argumente, nämlich Zustand
und gelesenes Zeichen. Und beim Kellerautomaten kommt jetzt noch dazu das gelesene Kellerzeichen. Ja? Also der schaut sich immer an, welches Eingabezeichen hat er und was ist im Keller gerade obendran wichtig. Der kann nur, also der Keller ist ein ganz eingeschränkter Speicher. Das ist ein Speicher, bei dem ich nicht wie bei so einem RAM beliebig auf jedes Element zugreifen kann, sondern ich kann nur gucken, was ist obendran am Speicher. Kann das wegnehmen und wenn ich es weggenommen habe, dann kann ich im nächsten Schritt schauen, was ist drunter. Okay, ja, gut. Und eben die Operationen auf dem Kellerspeicher sind die sogenannten Push- und Pop-Operationen, die aber, die es gar nicht explizit gibt, sondern die stecken in der Zustandsübergangsfunktion drin. Die Zustandsübergangsfunktion, die liest ein Eingabezeichen und die liest das oberste Kellerzeichen. Und nimmt außerdem quasi gleichzeitig das oberste Kellerzeichen raus. So ist es zu verstehen. So, hier sehen wir es nochmal illustriert. Hier haben wir das Eingabeband, da steht das Eingabewort drauf. Ich bin hier zum Beispiel bei diesem Zeichen A, lese das jetzt und nehme das oberste Kellerzeichen raus. Und da wir hier am Ende vom Wort stehen, können wir jetzt entscheiden, Wort akzeptiert, ja oder nein. Ja? Und zwar, hier unten steht es, ein Wort wird genau dann akzeptiert, falls am Ende des Wortes, nach dem Lesen des letzten Zeichens, der Keller ganz leer ist. Also das geht jetzt nicht über einen Endzustand, sondern über Keller leer. Ja? Okay, so, in jedem Schritt liest der Automat ein Eingabezeichen und ein Kellerzeichen, haben wir schon gesagt. Und in Abhängigkeit von den beiden gelesenen Zeichen und vom Zustand geht er in den Folgezustand über und schreibt eine Zeichenkette in den Keller. Ja? Also er nimmt das oberste Zeichen raus und tut dann in den Keller eine Zeichenkette reinschreiben. Also der kann nicht nur eins wieder reinschreiben, sondern der kann viele reintun. So, wichtig, initial, ganz am Anfang ist der Keller leer, aber es befindet sich ganz unten dieses Kellerendezeichen. Ja? So, das ist dazu da, dass praktisch der Automat erkennen kann, wenn der Keller leer ist. So, Epsilon-Übergänge sind auch erlaubt. Es darf mehr als ein Zeichen geschrieben werden. Ups, was haben wir jetzt gemacht? Na? Komisch. Nicht passiert. Sehr komisch. Was ist denn hier los? Warum ist das? Was ist denn hier los? Wenn ich jetzt da drauf drücke, wird es kurz hell. Passiert nichts. Komisch. Das ist ja komisch. Ja, jetzt müssen wir halt irgendwo in einem anderen Fenster wieder. Na. So, hier waren wir stehen geblieben. Ja. Die Konfiguration eines Kellerautomaten, wie beim endlichen Automaten auch. So, und zwar, wir definieren so ein Triple.
S, Omega und Kappa. Also S ist der Zustand, Omega ist ja, quasi der Rest des momentan bearbeiteten Eingabewortes und Kappa ist der Kellerzustand. Ja? Also das ist die Zeichenkette, die momentan gerade im Keller drin ist. Ja? So, und sowas heißt Konfiguration von K. Und jetzt definieren wir noch die Übergangsrelation. Ja? Die Übergangsrelation Pfeil, die wird so definiert. Nämlich, wenn wir im Zustand S1 sind, das Restwort Omega heißt und das die Kellerzeichenkette ist. Und zwar, das hier ist das oberste Kellerzeichen und das ist der Rest vom Keller. Ja? Und damit können wir übergehen nach Zustand S2, Omega, Kappa, Strich, Kappa. Genau dann, wenn es eine Regel gibt, die muss man eigentlich von rechts her lesen. Ja? Wenn ich im Zustand S1 war und kein Zeichen lese, also einen Epsilon-Übergang mache und das oberste Zeichen Gamma vom Keller rausnehme, so, und jetzt sind wir hier. Das oberste Zeichen war ja das Gamma. Wenn das oberste Zeichen Gamma war und ich so eine Regel habe, die genau darauf passt, nämlich auf den Zustand und das oberste Kellerzeichen. So, die darf ich anwenden und wenn die Regel sagt, okay, der Funktionswert ist S2, Kappa Strich, dann bin ich im neuen Zustand S2 und schreibe die Zeichenkette Kappa Strich in den Keller rein. So, und jetzt das Gleiche noch für einen Nicht-Epsilon-Übergang. Das heißt, ich lese jetzt, der Unterschied ist nur, ich lese jetzt das Eingabezeichen Sigma, oberstes Kellerzeichen Gamma und gehe nach S2 und schreibe Kappa Strich rein. Ja, dann sieht hinterher meine Konfiguration genau gleich aus, aber vorher muss natürlich das erste, also das aktuelle Eingabezeichen Sigma gewesen sein. Okay, ist das klar? Ja, jetzt schauen wir gerade mal schnell. Ja, genau. Mal kurz, wir schauen es an diesem Beispiel an. Ja, genau. Schauen wir gerade mal dieses Beispiel an. So. Und zwar hier, das ist unser Kellerautomat. Ja? Zustandsmenge, Eingabealphabet, Kelleralphabet. Und das sind unsere Kellerregeln. Also wenn ich in S0 bin, ein A lese und der Keller leer ist, dann bleibe ich in S0 und schreibe ein Groß A rein. Ja? Wir sehen, das Kelleralphabet, das ist Groß A und das Eingabealphabet ist A und B. Ja? So, also, wenn ich am Anfang ein klein A lese, Eingabezeichen, dann schreibe ich ein Groß A in den Keller rein. Wenn ich ein klein A lese und im Keller schon ein Groß A drin steht, dann schreibe ich noch ein weiteres Groß A rein. Diese beiden Regeln, die machen praktisch Folgendes. Für jedes klein A, das mein Automat liest in der Eingabe, schreibt er ein Groß A in den Keller rein. Das ist praktisch, er merkt sich für jedes gelesene klein a ein Groß A im Speicher, im Kellerspeicher. Ja? So, und schauen wir uns das mal an. Wenn das Eingabewort ist und ich bin im Zustand S0 ja? Und am Anfang ist der Keller leer, naja, dann lese ich dieses erste Zeichen und schreibe ein Groß A in den Keller rein. Das heißt, einen Schritt weiter sieht die Konfiguration jetzt so aus. Ich bin in S0 immer noch, habe aber das erste Zeichen schon konsumiert und das in den Keller reingeschrieben. Ja? So, das heißt, hier passiert dieser Konfigurationsübergang.
Ja, ne, die müssen wir eigentlich nicht an die Tafel schreiben. Das, was wir hier haben, das ist die Konfiguration im Start, am Anfang. Ja? Einen Schritt später ist das die Konfiguration. Ja? Und das entspricht dem, was wir auf der Folie davor hatten. Gehen wir gerade nochmal zurück. Weiße Kreide. So. Und zwar schauen wir uns das hier an. Wir können offenbar übergehen von S1, Sigma, Omega, Komma, Gamma, Kappa nach S2, Komma, Omega, Komma, Kappa, Strich, Kappa. So. Und zwar dann, wir können genau dann zu von hier nach da übergehen, wenn wir, wenn Delta von, naja, von S1, also hier dieser Zustand S1, gelesenes Zeichen Sigma und Kellerzeichen Gamma, ja, oberstes Kellerzeichen Gamma, wenn das gleich, jetzt schreibe ich mal, ist gleich hin für einen Moment, S2, langsam, genau, S2, Kappa Strich ist, ja. So. Das ist ja eine Zustandsübergangsregel unseres Automaten. Wenn wir so eine Regel haben, die im Zustand S1 bei gelesenem Zeichen Sigma und oberstem Kellerzeichen Gamma in den neuen Zustand übergeht und das in den Keller reinschreibt. Wenn wir so eine Regel haben, dann dürfen wir diesen Konfigurationsübergang machen. Ja? Das heißt, Sie sehen ja, diese linke Seite von dieser Kellerregel muss matchen mit dem, was hier steht, nämlich Zustand, gelesenes Zeichen, oberstes Kellerzeichen. Und das matcht ja, das passt zusammen. Also dürfen wir diese Regel anwenden und Anwendung von dieser Regel heißt, dieses Zeichen Sigma wird konsumiert und Kappa Strich, das hier, wird in den Keller reingeschrieben. So. Und jetzt wenden wir das auf unser Beispiel an. Also, wir sind in S0, lesen ein A und oberstes Kellerzeichen ist das Endezeichen. S0, A, Endezeichen. Das matcht. Linke Seite von der Regel. Also wenden wir die Regel an und gehen über nach S0 und schreiben ein A in den Keller rein. Bleiben in S0, konsumieren das erste kleine A und schreiben ein großes A in den Keller rein. So, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt sind wir hier und schauen wieder, welche Regel matcht. Und zwar auf der linken Seite muss stehen S0, klein a, groß A. Naja, die S0, klein a, groß A. Was sagt die Regel? Wir bleiben in S0 und schreiben ein weiteres groß A in den Keller rein. Also, klein a wird konsumiert, weiteres groß A in den Keller reinschreiben, in S0 bleiben. Die neue Konfiguration. Naja, also das ist ein ganz stupides, formales Spiel, was wir hier treiben. Gut, jetzt brauchen wir eine Regel mit S0 klein b groß a. S0 klein b groß a haben wir hier. Geht nach S1, Epsilon. Geht nach S1, konsumiert das b und schreibt nichts Neues rein. Jetzt brauchen wir eine Regel S1 klein b groß a, S1 klein b groß a, S1 Epsilon. Ja.
So, und jetzt haben wir S1, Epsilon, Kellerendezeichen. S1, Epsilon, Kellerendezeichen. S1, Epsilon. Und damit sind wir fertig. Ja? So, das ist genau die Konfiguration, die Wort akzeptiert definiert. Ja, wir hatten ja gesagt, ein Kellerautomat akzeptiert ein Wort genau dann, wenn praktisch, wenn hier und da Epsilon stehen. Also wenn das gelesene Wort komplett konsumiert ist und der Keller außerdem leer. Okay, gut, hier zweites Beispiel, das wir nicht mehr genau durchgehen. Da haben wir jetzt 3 A's und 2 B's. Naja, da stehen wir dann irgendwann hier. Das gelesene Wort ist zu Ende, aber der Keller ist nicht leer. Also Wort nicht akzeptiert. Wird beim Opel-Beispiel theoretisch der vierte Schritt auch schon reichen zum Ende erkennen? Oder muss da wirklich Epsilon drinstehen im Keller? Es muss wirklich Epsilon drinstehen im Keller. Ja? Ich meine, tatsächlich klar reicht es hier, und zwar deswegen, weil wir diese Regel da haben. Ja, das ist ja gerade die Frage, ob man die Regel wirklich braucht oder ob es auch reicht, wenn es leer ist, wenn der Keller leer ist. Nein, man braucht die Regel. Man braucht die Regel, weil wir könnten ja auch einen Automaten bauen, der jetzt hier zum Beispiel, ja Moment, wie ist denn das? Der hat ja das ganze Wort konsumiert. Und das heißt, er kann eigentlich, ja gut, er kann noch Epsilon-Übergänge machen. Ja, ich meine, es wäre einfach eine andere Definition des Automaten. Ich meine, hier ist der Automat jetzt so definiert. Man könnte den Auto, also die Kellerautomaten-Definition durchaus so bauen, dass man sagt, Wort erkannt, wenn das Ganze so aussieht. Ja? Aber man müsste die Definition vom Automaten ändern, definitiv. Ja? Okay, so, jetzt schauen wir eine etwas komplexere Sprache an. Gerade eben hatten wir AABB. Und gehen wir nochmal zurück. Für diese Sprache, also A hoch N, B hoch N, um die Sprache geht es ja jetzt hier, für die Sprache tut es ein deterministischer Kellerautomat. Ja? Wir sehen das, für jede linke Seite hier haben wir genau eine rechte Seite. Nicht deterministisch wäre er, wenn hier in dieser Menge drin mehrere Elemente stehen würden. Es reicht ein deterministischer Automat, ja, ich meine, das kann man auch hier anschaulich sehen. Ich merke ja, also, was passiert denn hier? Solange der A, kleine A's liest, baut er hier den Keller auf. Und sobald das erste B gelesen wird, ab hier, wird der Keller wieder abgebaut. Ja? Also für die kleinen A's wird der Keller aufgebaut und dann wieder abgebaut. So, und der Punkt, an dem ich anfangen muss, den Keller wieder abzubauen, das ist ganz leicht zu erkennen. Wir tun deterministisch aufbauen und dann abbauen. Und das wird aber bei den Palindromen schwieriger. Palindrome, das sind Worte, also symmetrische Worte. So, und ich meine, das hier ist so ein symmetrisches Wort. Und da ist hier die Mitte. Aber ich meine, wir sehen das, weil wir den Überblick haben, wenn wir das ganze Wort sehen. Aber ein Kellerautomat sieht nie das ganze Wort. Der sieht immer nur ein Zeichen und der weiß nicht, was hinten dran noch kommt. Also das ist, wir müssen uns vorstellen, wir sehen nur dieses erste Zeichen. Und dann sehen wir das. Und wenn wir hier sind,
dann lesen wir dieses A und dann lesen wir dieses A. Woher wissen wir, dass wir in der Mitte von dem Wort sind? Gar nicht. Ja? Es kann ja sein, dass wir erst hier in der Mitte vom Wort sind und dass das Gleiche nochmal kommt. Und deswegen brauchen wir jetzt einen nicht-deterministischen Kellerautomaten, der die Möglichkeit hat, umzuschalten von Kelleraufbau zu Kellerabbau wieder. Ja? Es muss, genau, wir können es auch über eine Epsilon-Regel machen. Wir haben hier eine Epsilon-Regel. Genau. Ja. So, also, schauen wir uns an, was der tut. Der tut am Anfang immer für jedes gelesene Zeichen den Keller aufbauen. Also S0 A Gamma, S0 Groß A Gamma. Ja? Also er schreibt dieses Groß A einfach oben in den Keller rein. Genauso schreibt er jedes Klein B als Groß B in den Keller rein. So, und jetzt kann er, und das ist quasi der Nichtdeterminismus hier, er kann an beliebiger Stelle wechseln vom Zustand S0 in den Zustand S1. Ja? Und zwar macht er das hier, nachdem er A, B, B, A gelesen hat. An der Stelle wechselt er von S0 nach S1. Und in S1, was macht er da? Ja, da baut er den Keller ab. Das heißt, wenn er ein klein a liest, dann nimmt er ein groß A aus dem Keller raus. Ja, er liest das groß A im Keller und schreibt nichts mehr rein. Wenn er ein klein b liest, nimmt er ein groß b aus dem Keller raus und schreibt nichts mehr rein. Wichtig aber natürlich, es muss immer zusammenpassen. Gelesenes klein b, groß b im Keller. Wichtig, ja? Also, gelesenes klein b, groß b im Keller. Gelesenes klein b, groß b im Keller. Ja? Wenn das nicht zusammenpasst, also wenn zum Beispiel bei diesem Wort das zweite b hier fehlen würde, dann würde man hier bei klein a stehen und da bei groß b in S1 und so eine Regel haben wir gar nicht. Wir sehen, S1, klein a, groß b gibt es nichts. Das heißt, er würde hier stehen bleiben und das Wort nicht erkennen. Also das heißt, das hier, klein a, klein b, groß b, das sorgt dafür, dass wir Palindrome erkennen. Ja. Und diese eben wichtig, diese Epsilon-Regel, die erzeugt quasi einen künstlichen Nichtdeterminismus. Ja? Weil der Automat kann an dieser Stelle, kann er nach S1 wechseln. Er könnte aber auch in S0 bleiben, weil wir haben eine Regel S0 klein a groß a. Moment, halt. Ja, S0 klein a Gamma, ah ja, das ist quasi, das ist praktisch so eine Meta-Regel. Also irgendein gelesenes Kellerzeichen. Das müssen wir vielleicht noch kurz an der Tafel notieren. Also das ist eine Meta-Regel, weil das Gamma, das ist ja kein Kellerzeichen. Weil Kellerzeichen haben wir nur A, B. Ja? Das heißt, diese Regel, die steht für zwei Regeln. Und die schreiben wir jetzt mal kurz an die Tafel hin. Delta von S0 klein a, groß a geht über nach S0, groß a, achso, halt groß a, groß a, genau. So, das ist die erste Regel. Und Delta, ah, sorry, da fehlt die 0,
von S0 klein a groß b geht über nach S0 groß a groß b. So. Also diese erste Regel da drüben auf der Folie ist nichts anderes als eine Abkürzung für diese beiden Regeln. Andersrum? Bei der unteren? Ja. Ne? Wieso andersrum? Weil das B wird ja vorne angehängt. Also wäre das A dann an der obersten Stelle von dem Stack. Und wenn ja, ist auch richtig so. Aber in der zweiten Zeile? Ach so. Ne. Ja, die zweite Zeile interessiert uns hier nicht. Ja. Wir reden so über die erste Zeile. Wir reden über die erste Regel. Und bei der ersten Regel wird ein klein a gelesen und dann ein groß a oben in den Keller reingeschrieben. Jawohl, so und ja. Gut. Also, das heißt, dieser Epsilon-Automat, der Epsilon-Keller-Automat akzeptiert die Palindromsprache. Und wichtig ist, dass man hier an der Stelle Nichtdeterminismus haben. Also wir können diese Regel hier anwenden, diese Epsilon-Regel, mit der wir nach S1 wechseln. Oder wir könnten eben die erste Regel, diese Regel, die könnte man ja auch noch anwenden. Ja? Also mit dem klein a, die Regel hier, die könnten wir genauso anwenden an der Stelle. S0 klein a groß a, S0 klein a groß a. Ja? So, das heißt, an der Stelle muss sich unser Kellerautomat entscheiden, nicht deterministisch. So, Moment. Genau, wichtig, wir müssen hier nochmal zurück auf die Folie, da haben wir noch was vergessen. Und zwar, der Kellerautomat akzeptiert diese Sprache her. Also die von dem Automaten K akzeptierte Sprache ist die Menge aller Worte, für die der Automat, wenn er im Startzustand mit dem ganzen Wort und im leeren Keller anfängt, nach einer beliebigen Zahl Zustandsübergänge übergehen kann in die Konfiguration SI, Epsilon, Epsilon. Und zwar SI ist irgendein Zustand. Wichtig, wir definieren eben worterkannt nicht mehr über einen Endzustand, sondern am Ende vom Wort leerer Keller. So, ja. Und der Nichtdeterminismus der steckt implizit jetzt hier drin, ja? Weil das hier, das was hier steht, das heißt ja nichts anderes, der kann am Ende des Wortes einen leeren Keller haben. Wie der da hinkommt, das bleibt dem Automaten letztlich überlassen, ob der da jetzt einen nicht deterministischen Übergang macht oder nicht. Ja? Ja. Okay, so, jetzt kommen wir zu der Frage, Sprachen, was für Sprachen akzeptiert der Kellerautomat? Und da haben wir jetzt erst einmal diesen ersten Satz, diese erste Aussage. Jede kontextfreie Grammatik G lässt sich in einen Kellerautomaten überführen,
welcher die Sprache akzeptiert. Ja? Also für jede kontextfreie Sprache gibt es einen Kellerautomaten, der die akzeptiert. Ja? Das heißt, die Kellerautomaten sind mächtig genug, um kontextfreie Sprachen zu erkennen. Das ist jetzt erst die eine Richtung. Das ist erst die eine Richtung der Äquivalenz zwischen kontextfreien Sprachen und Kellerautomaten. Also, wann immer ich eine kontextfreie Sprache habe, dann finde ich auch einen Kellerautomaten. Es könnte natürlich sein, dass die Kellerautomaten noch mächtiger sind und vielleicht sogar kontextabhängige Sprachen erkennen. Aber dem ist nicht so, das werden wir nachher sehen. Ja, und jetzt kommt, ja, wie soll ich sagen, die Beweiskizze für diese Aussage. Also, gegeben sei ja kontextfreie Grammatik, gesucht ist ein Kellerautomat, der die akzeptiert. Ja. Hier sehen wir es schon, das ist die Grammatik und das ist der zugehörige Kellerautomat. Und interessant ist, dieser Kellerautomat, der hat nur einen Zustand, der ist 0. Der braucht nur einen einzigen Zustand. Dann ist klar, das Eingabealphabet ist natürlich das Alphabet von G. Dann haben wir ein Kelleralphabet Gamma, das werden wir nachher sehen. Dann eine Zustandsübergangsfunktion Delta und den Startzustand S0. So. Und jetzt machen wir hier weiter. Das Kelleralphabet Gamma, das ist Sigma vereinigt mit V. Also, als Kelleralphabet, in den Keller dürfen wir reinschreiben beliebige Eingabezeichen und alle Variablen, die in unserer Grammatik vorkommen. Also hier, die in V vorkommen. So. Für jedes Non-Terminal A aus V, also für jede Grammatik-Variable, wird jetzt folgende Regel erzeugt. Und zwar, das hier, das seien jetzt die Produktionsregeln von meiner Grammatik. Ja? Also für die Variable A haben wir die Regel A Pfeil Omega 1 bis A Pfeil Omega n. Und auf der rechten Seite bei kontextfreien Sprachen, da dürfen ja beliebige Zeichenketten stehen, bestehend aus Alphabetszeichen und Grammatikvariablen. Ja. So. Wenn wir jetzt das haben, und ich meine, hier haben wir ja die Variable A auf der linken Seite und auf der rechten Seite viele verschiedene rechte Seiten. Ja. Und jetzt gehen wir her und erzeugen so eine nicht-deterministische Kellerautomatenregel. Delta von S0, ist klar, der Zustand ist so, wie gibt eh bloß einen. Epsilon, A, also wir lesen das quasi das A aus dem Speicher. Dann gehen wir über, in die neue Konfiguration. S0, das ist eh klar. Und Omega 1. Das heißt, dieses A hier kann überführt werden in diese rechte Seite, Omega 1, bis zu Omega n. Ja? Also quasi unser Keller, der simuliert die Grammatikworte. Ja? Die rechten Seiten von unserer Grammatik. Genau. Ja, ich glaube, wir sollten erst einmal das Beispiel hier anschauen. Ja, schauen wir doch dieses Beispiel an. Also, gegeben sei diese Grammatik hier, die kennen wir schon, das ist diese Dück-Sprache. S Pfeil Epsilon, SS, Klammer auf S und Klammer, also Klammer auf S, Klammer zu, Klammer auf S, Klammer zu, für zwei verschiedene Klammertypen. Ja? Also das ist einfach so eine Grammatik. Damit werden Klammerausdrücke aufgebaut und zwar mit balancierten Klammerpaaren immer. Zum Beispiel sowas. So. Und jetzt nehmen wir auch dieses Eingabewort
und arbeiten es ab mit dem Kellerautomaten. Und das ist der Kellerautomat. Und jetzt schauen Sie sich mal den Kellerautomaten an. In dem Kellerautomaten, wir stecken alle Grammatikregeln, die wir da haben, quasi in den Automaten nach einem ganz einfachen Schema rein. Und zwar, diese Regel S bei Epsilon, die schreibt man einfach so hin. Ja? Also S0 Epsilon S Pfeil Epsilon. Wir lassen dieses S0 Epsilon hier immer stehen und das S0 hier auch. Ist ja klar, der hat eh bloß einen Zustand. Ja? Und wir bauen lauter Epsilon-Regeln und zwar für alle vier Grammatikregeln eine Epsilon-Regel. Hier S Pfeil SS, S Pfeil Klammer auf, S Klammer zu. Hier S Pfeil runde Klammer auf, S Klammer zu. Genau, und das sind die vier Regeln, das sind die vier Grammatikregeln. Ja? So. Mit diesen vier Grammatikregeln schauen Sie, das ist die Konfiguration von dem Automaten. Am Anfang steht er in S0 auf diesem ersten Zeichen von unserem Eingabewort. Aber das interessiert ihn gar nicht. Der schaut gar nicht auf das Eingabewort, weil der wendet ja eh immer Epsilon-Regeln an. Der liest ja gar nichts. Und was macht er jetzt? Am Anfang steht er nicht auf dem leeren Keller. Dann wendet er... Moment, was macht er denn jetzt? Ah ja, genau, sorry, diese sechste Regel, die ist auch noch wichtig. Die brauchen wir am Anfang natürlich. Am Anfang schreibt er erst einmal das Startsymbol in den Keller rein. Ja? Also das ist der erste Schritt, schreibt das Startsymbol in den Keller rein. So, und jetzt fängt er an, Grammatikregeln anzuwenden. Jetzt wendet er diese zweite Regel an, S-Pfeil SS. Dann wendet er die dritte Regel an, hier S-Pfeil Klammer auf, S-Klammer zu. Ja, genau. So. Ja gut, wir hätten auch noch anders weitermachen können. Also jetzt, das heißt, jetzt hat er einfach mal von diesen Grammatikregeln die hier und die hier angewendet. Und jetzt haben wir dieses Wort. So, und jetzt kann er hergehen, jetzt geht er her und schaut auf das Eingabewort. Aha, da ist eine Klammer auf am Anfang. Also können wir die hier wegnehmen, diese Klammer auf. So, dann können wir hier, was machen wir jetzt? Genau, jetzt wenden wir diese fünfte Regel an. Ja? Und zwar die fünfte Regel, die besagt, wenn ich in meinem Eingabewort das gleiche Zeichen lese wie im Keller, dann darf ich es wegnehmen. Das passiert hier. Oder? Langsam. Das ist nicht die erste, das ist S gegen Epsilon. Ah ja, sorry, genau, stimmt. S-Pfeil Epsilon, so. Das ist die hier, ja. So. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir bei beiden das gleiche Zeichen lesen. Hier, Klammer zu, Klammer zu. Das ist diese Regel, die wir jetzt hier anwenden. Und dann stehen wir hier. Und was machen wir jetzt? Genau, jetzt wenden wir wieder diese zweite Regel an. Und jetzt wenden wir die dritte Regel an. Und jetzt wenden wir wieder diese Regel an, zweimal das gleiche Zeichen und so weiter. Und am Ende sehen wir, wir akzeptieren das Wort. Ja. Ist ein bisschen schade, dass das jetzt hier das Beispiel so durch... Man könnte jetzt diese, praktisch diese Sequenz von dem Kellerautomaten auch ganz anders machen. Und zwar... Wir könnten erst einmal den Keller aufbauen, so lang, bis wir ja. Ich könnte mir das ganze Wort aufbauen. Genau, wir können. So ist es. Ja, wobei das S können wir auch. Können wir das nicht nur rausnehmen? Ja, mit der ersten Regel den Keller wieder eigentlich. Genau. Also wir könnten den Keller aufbauen
bis im Keller das hier drin steht. So. Ja, also wir könnten den Keller aufbauen, bis im Keller das Eingabewort drin steht und dann steht hier das Eingabewort und im Keller auch und dann wenden wir nur noch diese Regel an und dann sind wir fertig. Ja? Das ist vom Verständnis her ganz interessant. Weil was macht jetzt unser Kellerautomat? Naja, der Kellerautomat, der wendet quasi zuerst einmal ganz stur, stupide, die Grammatikregeln an, um ein Wort aufzubauen. Ja? Und zwar das Eingabewort aufzubauen. Bloß das Dumme ist ja das, ich meine, das fällt uns Menschen natürlich schwer. Ist klar, wir sehen das ganze Eingabewort und bauen das auf. Ja? Und wenn das dann hier steht, dann können wir diese Regel anwenden und alles wieder abbauen lassen. Bloß unser Kellerautomat weiß ja gar nicht, auf welchem Wort er steht. Der Kellerautomat steht hier auf dem ersten Zeichen und weiß überhaupt nicht, was danach kommt. Und an der Stelle merkt man wieder den Nichtdeterminismus. Das heißt, der Kellerautomat, naja, der probiert halt. Der probiert irgendwie, da jetzt Grammatikregeln anzuwenden. Also eine von diesen vier Regeln anzuwenden. Und das probiert er eine Zeit lang und dann versucht er das hier anzuwenden, in der Hoffnung, dass er hier landet. Wenn er da nicht gelandet ist, dann probiert er was anderes. Und so muss er kombinatorisch alle Möglichkeiten durchprobieren, um dann irgendwann beim leeren Wort zu landen. Also beim leeren Wort und leeren Keller. Oder wir können natürlich diesen Nichtdeterminismus, das haben wir schon mal diskutiert bei den Automaten, uns auch so vorstellen, der fragt einfach ein Orakel. Der fragt ein Orakel, ja, welche von diesen vier Regeln soll ich jetzt wie lang anwenden, bis er irgendwann im Keller das stehen hat. Und wenn er das stehen hat, dann muss er bloß noch diese Regel durchrattern und am Ende sagt er, Wort erkannt. Aber er braucht natürlich ein Orakel, das im Prinzip das Eingabewort kennt. Also dieser Nichtdeterminismus ist schon ein ganz mächtiges Konstrukt. Ganz mächtiges, beziehungsweise, gut, wenn wir halt das Orakel nicht haben, dann müssen wir auch probieren. Dann müssen wir kombinatorisch einen Suchbaum aufbauen. Und wenn wir das machen, dann werden wir irgendwann auch das Wort erkennen. Also dann werden wir irgendwann hier enden und sagen, Wort akzeptiert, wenn das Wort in der Sprache drin war. Ja? Ja. Also, Nichtdeterminismus an der Stelle ganz wichtig. Ja. So, aber was wollten wir eigentlich zeigen? Wir wollten ja jetzt zeigen, dass für eine beliebige kontextfreie Sprache ich einen Kellerautomaten konstruieren kann, der diese Sprache erkennt. Und das ist das Prinzip, an dem Beispiel jetzt aufgezeigt. Und jetzt können wir nochmal zurückgehen hier zu unserem Beweis. Also, hier erst einmal für jedes Non-Terminal A, das heißt für jede Variable, die auf der linken Seite von einer Regel stehen kann, ja, hier haben wir jetzt quasi alle Regeln mit A auf der linken Seite und dafür erzeugen wir diesen Satz von nicht-deterministischen Kellerregeln. Ja. So. Und dann zusätzlich noch eben diese eine Regel für den Kellerabbau, das haben wir an dem Beispiel auch schon gesehen, nämlich wenn wir im Keller ein Wort quasi aufgebaut haben und das ist das gleiche wie das Eingabewort, dann können wir anfangen hier abzubauen. Ja, okay, und das ist natürlich die Terminierungsregel dann. Und damit nach diesem Schema können wir für jede
kontextfreie Sprache, ganz simpel, unseren Kellerautomaten basteln, der die erkennt. Okay, so, und jetzt brauchen wir natürlich noch die umgekehrte Aussage. Wenn ich einen Kellerautomaten habe und der erkennt eine Sprache, ja, dann muss das eine kontextfreie Sprache sein. Also, das heißt, Kellerautomaten können nur kontextfreie Sprachen erkennen und keine mächtigeren. So, den Beweis, der ist schwieriger, den führen wir hier jetzt nicht durch. So, und damit, mit diesen beiden Sätzen, können wir natürlich jetzt sagen, die Klasse der von Kellerautomaten akzeptierten Sprachen ist mit der Klasse der kontextfreien Sprachen identisch. Ja? So, ja, und weil wir jetzt diese beiden Sätze haben, können wir ein paar Dinge folgern. Zum Beispiel, bei den Kellerautomaten brauchen wir eigentlich gar keine Zustände mehr. Es genügt ein einziger Zustand. Und zwar, wie? Wie läuft die Argumentation? Also das müssten Sie eigentlich jetzt gesehen haben mit diesen beiden Sätzen. Gegeben ein beliebiger Kellerautomat mit vielen Zuständen, wie können wir den ganz einfach umwandeln in einen Kellerautomaten mit einem Zustand? Nicht-deterministischen Automaten raus, der dann eben mit beliebigen Zeichen immer wieder auf sich selbst geht. Mit was? Mit? Mit den Zeichen, mit den gleichen Übergängen, aber immer auf denselben Zustand. Ja, aber wie machen wir das? Wie machen wir das? Die Konstruktionsidee haben wir jetzt eigentlich gesehen. Zustand mit dem Keller mitspeichert? Nein, das ist nicht gut. Naja, was machen wir? Wir wenden erst einmal diesen Satz an. Also wir haben einen gegebenen Kellerautomaten mit vielen Zuständen. Und jetzt wissen wir nach diesem Satz, die Sprache, die der akzeptiert, ist eine kontextfreie. Ja? Okay? Also, ja, wenn das eine kontextfreie Sprache ist, dann gibt es auch eine kontextfreie Grammatik dazu. Und jetzt wenden wir den anderen Satz an. Jetzt wenden wir diesen Satz an, und zwar zusammen mit dem Beweis. Der Beweis hier, der liefert uns ja eine Konstruktionsvorschrift, wie wir einen Automaten mit nur einem Zustand bauen können, der diese Sprache akzeptiert. Fertig. Okay. Ausdrucksstärke von Kellerautomaten beruht also ausschließlich auf dem unendlich großen Kellerspeicher. Wie gesagt, Zustände braucht er ja gar nicht mehr. Trotzdem ist die Verwendung mehrerer Zustände durchaus auch oft sinnvoll, weil sich halt Sprachen dadurch eventuell schöner formulieren lassen. Ja? Genau. So, ja, deterministische Kellerautomaten. Was ist denn jetzt ein deterministischer Kellerautomat? Naja, gut, das ist einer, bei dem ich eben keinen Nicht-Determinismus habe. Das heißt, ich kann für eine gegebene Konfiguration, und was ist denn eine Konfiguration? Naja, das ist Zustand, gelesenes Zeichen,
und Kellerzeichen. Da gibt es nur eine Aktion. So, also wenn ich in einem Zustand bin, ein Zeichen lese und oberstes Kellerzeichen habe, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Das heißt, die Mächtigkeit der, wo haben wir denn solche Regeln hier, die Mächtigkeit der Menge, die auf der rechten Seite von so Kellerregeln steht, die darf nicht größer als 1 sein. So, kleiner gleich 1. Und jetzt wichtig, wir müssen aber aufpassen, dass wir auch diese Epsilon-Regel nicht vergessen. Ja? Das heißt, wir müssen also alle für das gelesene Zeichen Sigma und kein gelesenes Zeichen, das müssen wir vereinigen, diese rechten Seiten. Ja? Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Regel hätten, so, hier mit Epsilon und da auch mit A. Ja? Das hier wäre jetzt ein nicht-deterministischer Kellerautomat, wenn der diese beiden Regeln hat. Weil die Vereinigung von diesen beiden Mengen hat 2 Elemente. Wenn wir da aber jetzt das B durch A ersetzen, so, dann, ich meine, die beiden Mengen haben das gleiche Element, das heißt, wenn ich die vereinige, ist das eine Menge der Größe 1, das heißt, wir haben keinen Nichtdeterminismus mehr. Und das ist das, was hier damit gemeint ist. Ja? Also, ich habe hier eine entsprechende Epsilon-Regel, die hier, und die gleiche Regel jetzt ohne Epsilon mit einem gelesenen Zeichen. Und wenn ich die hier beide vereinige, die rechten Seiten vereinige, dann darf die Menge nicht größer als 1 sein. Also nicht mehr als ein Element haben. Okay. Ja. Ja, genau. Also hier im Gegensatz zu den deterministischen endlichen Automaten muss ein deterministischer Kellerautomat nicht in jedem Schritt zwingend ein Eingabezeichen konsumieren, weil ja Epsilon-Übergänge erlaubt sind. Ja? Epsilon-Übergänge sind jedoch nur dann zulässig, wenn keine andere Übergangsregel anwendbar ist. Ja? Und zwar wegen dem hier. Weil ja es immer nur eine Möglichkeit geben kann. Ja. Genau. Okay, so, und jetzt schauen wir uns einen deterministischen Kellerautomaten an, der eine leicht modifizierte Palindromsprache erkennt, und zwar LPAL-Dollar. Ja? Und da kommt eben das Dollar-Symbol als zusätzliches Eingabesymbol mit dazu. Und ja, also das ist die Menge aller Worte, bei denen in der Mitte, genau in der Mitte des Dollar-Symbol steht, und außerdem muss alles, was nach dem Dollar kommt, eine gespiegelte Kopie von dem Anfang sein. Also Sigma n bis zu Sigma 1, Sigma 1. Ja? So. Also das ist jetzt ein Beispiel für so ein Palindromwort mit Dollar in der Mitte. Naja, und diese Palindromsprache, für die brauche ich jetzt keinen nicht-deterministischen Automaten mehr, da tut es mir ein deterministischer. Ja, warum? Weil die Mitte markiert ist durch das Dollar-Symbol. Ja? Das heißt, der braucht jetzt kein Orakel mehr, das ihm sagt, übrigens, bis hierher tust du den Keller aufbauen und ab hier wieder abbauen, sondern, klar, der sieht, sobald das Dollar-Symbol kommt, hier, ja?
Sobald das Dollar-Symbol kommt, wechselt er von S0 in S1. Das ist diese Regel hier. Ja, also diese Palindromsprache, die ist natürlich viel leichter zu erkennen als eine, wo die Mitte nicht markiert ist. So, ja gut. Genau, also ein deterministischer Kellerautomat kann die Palindromsprache mit dem Dollar akzeptieren, aber die ohne Dollar nicht. Und deswegen ist klar, deterministische und nicht deterministische Kellerautomaten sind nicht äquivalent. Ja? Die Sprachklasse der vom deterministischen Kellerautomaten akzeptierten Sprachen ist eine echte Teilmenge der von nicht deterministischen Kellerautomaten akzeptierten Sprachen. Diesen Satz haben wir jetzt gerade eben bewiesen durch unser Beispiel. Ja? Also durch dieses L-Pal-Dollar. Ja? Durch diese Sprache L-Pal ohne Dollar. Ja? Weil hierfür brauchen wir einen nicht-deterministischen Automaten und hierfür reicht ein deterministischer völlig aus. Ja? Und die hier, die kann ein deterministischer nicht erkennen. Also, das heißt, hier sehen wir jetzt einen Unterschied zu den endlichen Automaten. Ja? Bei den endlichen Automaten bringt der Nicht-Determinismus nichts, ja? Bezüglich der Mächtigkeit. Hier bringt der Nicht-Determinismus was. Wir können nämlich mehr, also komplexere Sprachen erkennen mit dem nicht-deterministischen Kellerautomaten. Ja, okay. Damit sind wir jetzt eigentlich durch mit den endlichen Automaten. Was haben wir kennengelernt? Endliche Automaten, und zwar deterministisch und nicht-deterministisch, Kellerautomaten deterministisch und nicht-deterministisch. Ja. So, und jetzt kämen wir eigentlich nur kurz zu den Transduktoren. Das sind endliche Automaten, die sind nicht dafür da, Sprachen zu erkennen, sondern die sind dafür da, irgendwas zu bearbeiten, zu erzeugen, zu verändern, zu transformieren. Also der Transduktor, der liest eine Kette von Eingabezeichen und erzeugt daraus was Neues. Ja? Also das ist tatsächlich jetzt im Unterschied zum Akzeptor eine Rechenmaschine. Der Akzeptor ist nur ein Syntaxchecker. Der checkt, ist das Wort in der Sprache oder nicht. Der löst das Wortproblem. Der Transduktor hingegen, der macht genau das Gleiche. Der liest auch das Wort durch, aber der kann außerdem noch was schreiben. Und zwar hier. Also der Unterschied zum Akzeptor, den sehen wir hier. Der hat noch eine Ausgabefunktion Lambda von S Kreuz Sigma nach Gamma. Ja? Das ist das große Lambda. Ja, genau. Von S Kreuz Sigma nach Lambda. Das heißt, Zustand und gelesenes Zeichen führt uns über nach oder erzeugt ein geschriebenes Zeichen. Ja? Für jedes gelesene Zeichen kann der noch eins schreiben. Ja. Das heißt, ja, hier steht es, der Transduktor, der kann quasi als Übersetzer arbeiten. Ich habe einen Eingabetext und er erzeugt einen neuen Ausgabetext. So, gut, ja, okay. Und ich will das jetzt hier, diese Details weglassen, weil für formale Sprachen sind die Transduktoren nicht relevant. Aber ein Beispiel könnte jetzt zum Beispiel sein, ein Binär-Gray-Code-Wandler. Also ich habe einen Binärcode als Input und bastle mir jetzt einen endlichen Automaten, der diesen Binärcode umwandelt jetzt in diesen Gray-Code. Ja. So, ja. Man kann diese Automaten auch minimieren.
Und dann, klar, die sind zum Beispiel interessant, um zum Beispiel Hardware-Schaltungen zu designen, also sogenannte Schaltwerke und so weiter. Also für die Elektrotechniker durchaus interessant, aber für uns jetzt nicht. So, ich möchte kurz noch ein bisschen was sagen zum Thema zelluläre Automaten. Ja. Das ist eine ganz lustige Geschichte und wir verwenden im Prinzip also einen ganz ähnlichen Formalismus wie bei den endlichen Automaten. Und zwar ein zellulärer Automat ist ein Viertupel, Z, S, Nü und Delta, bestehend aus einer Zellmenge, einer Zustandsmenge. Dann haben wir eine Nachbarschaftsfunktion Nü von Z nach Z hoch N. Die sagt einfach, welche sind die Nachbarzustände. Und dann haben wir eine Zustandsübergangsfunktion von S kreuz S hoch N nach S. Ja. So, am besten schauen wir uns gleich mal ein Beispiel an. Also erstens mal für die Nachbarschaftsbeziehungen. Also wir haben so eine Zellmenge, das kann jetzt eine zweidimensionale Menge sein, kann aber auch eindimensional oder dreidimensional sein. Und jetzt bei zwei Dimensionen, da haben wir dann zum Beispiel so eine von Neumann-Nachbarschaft. Also für eine Zelle Z können wir diese acht Nachbarn haben. Man sieht es jetzt auf der Folie ganz schlecht, weil das Bild ist zu hell. Das ist die Vierer-Nachbarschaft. Also der hier, der, der und der, das sind die vier Nachbarn. Oder die Achter-Nachbarschaft, das sind halt wirklich dieser komplette Ring, außenrum sind die Nachbarn. Okay, aber wir schauen uns jetzt einmal eine eindimensionale Welt an mit zellulären Automaten. Und zwar unsere Welt sieht eben so aus. Ja? Ein eindimensionales Band und jede einzelne Zelle kann jetzt binär zwei Werte annehmen, 0, 1, ja. Hier jetzt symbolisiert durch Weiß und Blau. So. Ja, und jetzt können wir übergehen von diesem quasi Zustand der Welt in einen neuen Zustand und dann wieder und so weiter. Entsprechend bestimmten Regeln. Und so eine Regel könnte zum Beispiel so aussehen. Ja? Also ich habe diese Zelle Z, das ist die Zelle, die mich interessiert. Und dann habe ich hier noch zwei Nachbarzellen in der eindimensionalen Welt. Und je nachdem, welchen Zustand Z hat und die beiden Nachbarzellen, wird der Nachfolgezustand definiert. Ja? So. Und also der Nachfolgezustand von dieser Zelle. Im nächsten Zeitschritt hat diese Zelle zum Beispiel jetzt diesen Zustand. So. Man sieht, der Nachfolgezustand, der hängt ab von den Zuständen dieser drei Zellen. Ja? Okay, und da die Zustände binär sind, gibt es natürlich 2 hoch 3, sprich 8 mögliche solche Konfigurationen. Und das sind die, die wir hier sehen. Also hier alle drei leer und dann dieses eine Bit gesetzt oder das Bit gesetzt oder das Bit gesetzt und dann halt nur mit 2 Bits. Insgesamt haben wir 8 so binäre Zustände. Und für jeden von diesen binären Zuständen muss ich definieren, wie der Nachfolgezustand aussieht. Also das hier. Hier haben wir jetzt quasi so einen Satz von 8 Regeln. Und dieser Satz von 8 Regeln definiert mir jetzt einen ganz spezifischen zellulären Automaten. Ich meine, wir könnten auch einen zellulären Automaten definieren, wenn wir zum Beispiel jetzt hier auch noch blau machen. Und da auch blau. Dann wäre das ein Automat, egal wie wir starten am Anfang, also wenn wir uns das jetzt anschauen, die oberste Zeile ist praktisch der Zeitschritt 1. Das ist ein Zeitschritt später und so weiter. Wenn wir hier jetzt noch blau hätten und da auch blau, dann würde, egal wie wir starten, im zweiten Schritt wäre alles blau.
und würde dann auch immer blau bleiben. Ja. Also das wäre ein trivialer Automat, der ganz langweilig ist, wenn wir hier auch noch blau hätten. Aber dadurch, dass wir an den zwei Stellen weiß haben, entsteht also diese, über diese Zeitabhängigkeit ein ganz interessantes Muster. Ja, ganz lustig ist ja zum Beispiel auch, wenn wir hier dann mal alles blau haben, dann ist es nicht so, dass das immer blau bleibt. Weil wir haben ja dann so eine Regel zum Beispiel. Ja, drei blaue erzeugen dann wieder, also das heißt, hier kriegen wir dann hier an der Stelle ein Weiß. Ja. Ja. Also, und ja, interessant ist praktisch, durch diesen Satz von Regeln kriegen wir hier so eine Art Sierpinski-Dreieck. Sierpinski-Dreieck, schauen wir es mal auf der nächsten Folie an. Das ist ein Dreieck, das, wenn wir das weiter vergrößern, das dann so aussieht. Ja? Und das hat jetzt eine selbstähnliche, eine fraktale Struktur. Was heißt fraktale Struktur? Das heißt, egal auf welcher Skala wir das anschauen, das sieht immer gleich aus. Also was heißt immer gleich? Ich meine, die Struktur ist jetzt ja die, wir haben ein großes Dreieck und das große Dreieck ist zusammengesetzt aus drei kleinen Dreiecken, nämlich das hier, das da oben und das da rechts unten. Und die sehen wieder gleich aus wie das große Dreieck, weil dieses kleine Dreieck hier hat wieder links unten ein kleines Dreieck und oben und rechts unten, die wieder gleich aussehen. Und dieses Dreieck hat wieder die gleiche Struktur. Das geht natürlich nur so lang, bis wir hier bei der atomaren Ebene angelangt sind, also bis es dann irgendwann so aussieht. Ja? Aber natürlich ist es denkbar, vorstellbar, dass das Ganze immer weiter reinzoomt. Ja? So etwas nennt man eine fraktale Struktur. Fraktal heißt selbstähnlich. Auf jeder Skala, wie ich es angucke, sieht es immer gleich aus. Solche Strukturen gibt es ja auch in der Natur ganz viel. Bäume zum Beispiel, wenn Sie aus dem Fenster schauen. Also viele Bäume haben eine fraktale Struktur, diese Verästelung. Wenn ich den von der Weite ganz grob anschaue im Winter, dann sehe ich halt ein paar große Äste. Und wenn ich genauer hingucke auf den großen Ast, der verzweigt sich wieder in kleine Äste und die wieder in noch kleinere und so weiter. Oder auch an vielen anderen Stellen, zum Beispiel Küstenlinien. Küstenlinien haben auch eine fraktale Struktur. Wenn Sie auf eine Weltkarte draufschauen und gucken sich vielleicht von Afrika die Küstenlinie an, naja, dann ist das halt so eine relativ runde Linie. Wenn Sie es vergrößern, dann sehen Sie genauere Strukturen. Und wenn Sie es weiter vergrößern, noch feinere Strukturen und so weiter. Ja? Okay. Gut, aber zurück erst einmal zu unserem zellulären Automaten. Da möchte ich jetzt mal kurz noch was zeigen. Also erst einmal, diese Übergangsregel, das ist ja sowas, wie wir es jetzt auch kennengelernt hatten bei unseren endlichen Automaten. Ganz simple Regeln, sogar die Zeichenmenge, die wir hier zur Verfügung haben, sind ja nur 0 und 1. Ja? Ja, und da möchte ich jetzt mal zeigen, zu was diese ganz extrem simplen eindimensionalen Automaten in der Lage sind, also zelluläre Automaten in der Lage sind. Ja. Moment, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, genau, hier sind wir. Und zwar, ich habe einmal, jetzt müssen wir doch noch mal kurz auf die Folie zurückgehen. Und zwar habe ich einmal hier Folgendes probiert. Ich habe mir ein kleines Programmchen geschrieben oder ja, besorgt. Ich glaube, ein Student hat das geschrieben oder stammt es aus dem Internet. Ich weiß es nicht, das ist schon einige Zeit her. Aber wenn wir uns hier anschauen, für diese eindimensionalen Automaten,
Wir müssen, wenn ich so einen Automaten definieren will, muss ich 8 Regeln angeben. Diese 8 Regeln, nämlich für diesen Fall, für den Fall, für den Fall und so weiter. Ja? Wir müssen, wenn wir diese 8 Regeln definiert haben, dann steht der Automat fest. Im Beispiel ist es der, der dieses Dreieck erzeugt. So, jetzt ist die Frage, wie viele solche eindimensionale zellulare Automaten gibt es denn insgesamt? Wie viele von dem Typ gibt es denn? 2 hoch 8, oder? Genau, sehr gut. 2 hoch 8, ja? Also 256 verschiedene gibt es. Ja? Warum? Ist doch ganz einfach. Wir müssen für diese 8 Fälle immer definieren, ob dieses Bit hier 0 oder 1 ist. Ja? Also das erste Bit, das zweite Bit und so weiter. Also wir müssen eigentlich nur 8 Bits setzen. Und wie viele Möglichkeiten gibt es? 2 hoch 8, also 256. So, und ich bin jetzt hergegangen und habe mit diesem Programmchen alle 256 verschiedenen zellulären Automaten mal durchrechnen lassen und angeguckt, was kommt denn da für ein Muster raus. Und das ist ganz interessant. So. Na, und zwar, ja. Die Ergebnisse habe ich alle abgespeichert in Dateien. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. So. Achso, hier Fullscreen müssen wir machen. Genau. Das ist jetzt, also und ich habe jetzt nicht alle gespeichert, sondern nur die, die ein interessantes Muster erzeugen. Also viele Muster sind zum Beispiel, wenn ich dieses Muster habe, dieses Sierpinski-Dreieck, dann gibt es auch das inverse Muster dazu. Also alles, was hier schwarz ist, ist weiß und das ist natürlich uninteressant. Ja? Also immer die Inversen habe ich sowieso weggelassen. Genau. Ich meine, das ist ja soweit schön und auch, wie soll ich sagen, man hat sehr viel Struktur und Symmetrie. Das ist uninteressant. Ja, aber das ist zum Beispiel schon gleich mal hochinteressant. Ja? Also wenn wir dieses Bild anschauen, dann sehen wir hier links auch was Hochsymmetrisches. Ja? Aber da rechts, das sieht irgendwie ziemlich chaotisch aus. Also, der rechte Rand hat schon so gewisse... Der rechte Rand hat eine gewisse Struktur. Da haben wir jetzt dreimal so ein kleines Dreieck und dann kommt ein großes, dann wieder dreimal klein und dann wieder groß. Und da dazwischen haben wir, das sieht auch, ja, ist das... Und da dazwischen nochmal kleinere, oder? Ja, ja, aber wir haben nicht dazwischen wieder die gleiche Struktur, dass wir da dreimal jetzt noch ein kleineres haben, sondern da haben wir irgendwie kleines, größeres, kleines. Also gewisse Symmetrie haben wir da schon. Achso, wir können sie auch vergrößern. Moment mal, wie geht denn das jetzt? Ctrl plus, ja genau, okay. Also jetzt können wir da wieder rübergehen. So, können wir da jetzt was Schönes erkennen. Also das war das Große und das sind die drei kleineren und da haben wir in der Mitte so, ja, also das sieht schon irgendwie symmetrisch aus. Und das ist auch gleich wie da wieder dazwischen. So, aber jetzt wird es interessant, ich meine, wenn wir jetzt hier irgendwie reingucken und da, das sieht schon wieder anders aus. Also, ja, ich meine, also das überlasse ich Ihnen da jetzt im Detail weiter zu suchen nach irgendwie schöner Struktur. Schauen wir uns lieber ein paar weitere Beispiele an. Das Ganze kann sich auch so entwickeln zum Beispiel. Und auch hier können wir jetzt wieder reinzoomen. Ja, das sieht eigentlich relativ langweilig aus. Also so sieht es dann das Pattern hier aus. Und da im rechten Bereich sind es einfach Streifen. Ja, wie sieht denn das hier aus?
Ja, ganz lustig. Oder sowas kann auch entstehen. Und das ist schon ziemlich chaotisch. Also das finde ich schon interessant, wie man durch so ganz extrem einfache Regeln dann solche Bilder kriegt. Oder sowas wieder ganz simpel und hochsymmetrisch. Einfach Schachbrettmuster. Aber Schachbrettmuster nur in dem Dreieck. Und außerhalb weiß. Oder sowas. Ja. Auch hier muss man sich, glaube ich, schon auch wieder ein bisschen anstrengen. Ja. Also es ist symmetrisch, ja. Klar, natürlich, aber um da jetzt irgendwie so schöne bildungsgesetzartige Muster zu sehen. Ja, also. Oder hier, das ist auch ganz lustig. Also man sieht auch hier wieder, da am Rand sieht es alles sehr schön regelmäßig aus und dann irgendwie, je weiter man reinkommt, desto chaotischer wird es. Und hier wieder was ganz Langweiliges. Was waren das für Striche? Ne? Die Waagrechten? Ja. Oh, das sind, glaube ich, einfach Linien. Na. Ja, so sieht's aus. Nee, weiter unten. Weiter unten. Kennt man da nicht irgendwie. Da, genau, da sind. Gibt's eine fettere Linie. Ja. Ja. Ah, das ist der. Oder sowas, das ist so ungefähr das, was wir andersrum schon gesehen hatten, glaube ich. Oder so ähnlich jedenfalls. Ja. Ah ja, das haben wir, glaube ich, andersrum auch schon gesehen. Oder sowas. Oder sowas. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich bloß senkrechte Linien, genau. Das ist ja auch lustig. Das sind jetzt, man könnte meinen, das sind wieder so Sierpinski-Dreiecke, sind es aber nicht. Ja? Beim Sierpinski-Dreieck ist ja ein Dreieck, also wenn das jetzt hier so ein Dreieck wäre, zusammengesetzt aus drei Dreiecken, das ist es aber nicht. Also, weil, ich meine, da haben wir hier was Symmetrisches erst einmal und dann so nach oben hin wieder. Also und interessant ist auch, dass sich dieses Dreieck hier wieder jetzt überlagert. Von da links her kommt das gleiche Dreieck nochmal und da kriegt man irgendwie sowas wie so eine Interferenz zwischen von zwei Dreiecken, die sich da überlagern. Also wir können ja hier mal auch nochmal reinzoomen. Ah ja, das ist ja auch hochinteressant, diese Struktur hier. Oder da, das ist ja auch nett. Also da haben wir erst einmal eine Welt, die ganz langweilig ist und aus so Zeug besteht. Und da haben wir wieder irgendwie so eine Überlagerung. Also man merkt, da gibt es dann so dynamische Prozesse, wenn quasi diese Kante mit der Kante zusammentrifft, dann entsteht da was Neues, was sich hier jetzt wieder weiterentwickelt. Oder sowas auch faszinierend. Also wir fangen da oben an und erst einmal sieht es irgendwie schön irgendwie regelmäßig aus. Und dann geht da sowas los. Und das, da zieht sich dann jetzt irgendwie wie so eine Störung da runter durch. Halt. Und, oder da.
hier entwickelt sich plötzlich wieder was ganz Regelmäßiges. Da diese senkrechte Kante da runter. Also das ist schon interessant, wie praktisch durch extrem einfache Muster Strukturbildung entstehen kann. Das gleiche symmetrisch oder sowas. Ja, gut. Oder das haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist jetzt praktisch dieses Muster von vorhin ganz rein. Ja. Aber das ist natürlich faszinierend. Also vor allem, was da oben passiert. Wenn wir hier uns das anschauen, ja, das geht da irgendwie ganz simpel los in der Mitte. Und ja. Okay, ja, damit sind wir fertig. Ja, genau, also was ich jetzt nicht dazu gesagt habe, ist, man sieht es aber schön, wie das Ganze startet. Also wir starten quasi immer am oben eine Linie, alles weiß, mit einem schwarzen Punkt. Ja. Und hier sehen wir ganz relativ schnell und einfach, wie unsere Regelmenge aussieht. Nämlich, wir kriegen also quasi ein schwarzer Punkt und daneben zwei weiße. Das erzeugt schwarz. Und, ah nö, ja, so ganz einfach ist es gar nicht. Weiß, schwarz, schwarz erzeugt auch schwarz, oder? Genau, weiß, schwarz, schwarz erzeugt auch schwarz und schwarz, schwarz, weiß erzeugt auch schwarz und alles andere weiß. So wird es wohl sein. Und ja. Schwarz, schwarz, schwarz. Auch schwarz, genau. Ja. Ja. Genau. Gut. Okay. Ja, so viel zu diesen zellulären Automaten. Jetzt ist es so, ich meine, wir haben jetzt, wenn man so will, die Zeit, die da nach unten fließt, als eine zweite räumliche Dimension dargestellt. Tatsächlich ist es ja so, wir fangen so an, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, also wir tun quasi die Zeit so nach unten räumlich darstellen. Das können wir machen beim eindimensionalen zellulären Automaten. Wenn wir jetzt einen zweidimensionalen zellulären Automaten haben, der sieht ja dann irgendwie so aus. Ja? Der startet so und jetzt müssten wir quasi hier in einer dritten Dimension die zeitliche Entwicklung darstellen und würden dann ein dreidimensionales Gebilde kriegen. Das ist aber, das geht nicht am Bildschirm. Und deswegen ist das einzig Vernünftige, naja, wir lassen das zum Beispiel so starten. Wir nehmen unsere Regeln für alle Umgebungen, da gibt es natürlich noch mehr als 256, davor hatten wir 8 Regeln. Ja? 8 Regeln für die 8 Konfigurationen von diesen 3 Bits. Ja? Wenn wir jetzt diese 8er Nachbarschaft nehmen, dann haben wir ja hier 9 Bit. Das heißt, es gibt, wir müssen, um den Automaten komplett zu definieren, 2 hoch 9 Regeln angeben. Genau. Oder nehmen wir mal den hier mit der 4er Nachbarschaft, da müssen wir 2 hoch 5 Regeln angeben. Bisschen einfacher noch. Ja. 2 hoch 5 Regeln, das sind 32 Regeln, müssen wir angeben. Wenn wir diese Regeln angeben, dann kriegen wir einen zweidimensionalen zellulären Automaten, der zum Beispiel so, wir starten den so, also wir setzen ein Bit und mit den Regeln entwickelt sich das und wir kriegen dann quasi einen Film.
Wir kriegen einen Film von zweidimensionalen Bildern. Und das hat der gute Herr Conway, ein amerikanischer Wissenschaftler, über lange Jahre verfolgt. Im Spektrum der Wissenschaft gab es da auch viele Artikel drüber. Und das ist auch hochinteressant. Es ist hochinteressant, was sich da bewegt in diesen zweidimensionalen Welten. Und Moment, ich habe da auch, glaube ich, einen Link hier drauf. Genau. Hier, also das kann man sich da anschauen. Und auf Wikipedia, Conway, Spiel des Lebens. Ich will das jetzt hier weglassen. Das ist wirklich ganz interessant. Also da gibt es dann... Jetzt gehe ich doch nochmal rüber auf unsere Folie hier. Und zwar sowas. Ja? Wenn man zum Beispiel hier startet, ja, und dann aus diesem einfachen Objekt entstehen irgendwie... ich meine, die Objekte sind ja immer eine Zeile. Ja? Es entstehen dann irgendwann relativ komplexe Zeilen, dann wieder hier eine einfache, eindimensionale Zeile und so weiter. Ja? Und, Moment, wo haben wir es gehabt? Hier zum Beispiel, wenn diese beiden Kanten zusammenstoßen, entsteht wieder plötzlich was ganz Neues. Oder auch, wo war das? Hier zum Beispiel, da auch, die zwei Kanten stoßen zusammen und es entsteht irgendwie was ganz Interessantes, Neues. Und das ist bei diesen zweidimensionalen, zellulären Automaten auch so. Da gibt es dann sogenannte Gleiter. Das sind irgendwelche Muster, die wandern über das Bild drüber. Das ganze Bild ist leer. Und dieser eine Gleiter, der wandert da drüber. Und wenn jetzt ein zweiter Gleiter kommt und die zusammentreffen, dann kann es sein, dass da eine Explosion entsteht, plötzlich ein Riesengebilde, oder dass die sich zerstören und alles abstirbt. Also es sind ganz interessante Welten. Und je nachdem, wie eben die Regeln sind, also der Conway hat dann auch quasi so Muster definiert und hat gesagt, okay, also eine 2-3-3 Automat, der entwickelt sich so und so und so weiter. Okay, genau. So, aber ich möchte jetzt noch ein bisschen was sagen über Fraktale. Genau. Übrigens, das hier ist gar nicht das Sierpinski-Dreieck. Also da hat sich der Hoffmann in dem Buch ein bisschen vertan. Also wenn man, ich meine, das ist alles in Ordnung. Also diese Regelmenge, ich habe es nicht überprüft, aber die führt mit Sicherheit zu diesem Dreieck hier. Das passt schon. Ja? Aber das ist kein Sierpinski-Dreieck, weil das nämlich nicht selbstähnlich ist. Wenn man das Dreieck anschaut, schauen Sie dieses obere Dreieck an hier und dieses untere Dreieck, die sind nicht gleich. Da haben wir 1 und dann 3, da haben wir 2 und dann 4 und da ein Doppelloch und da ein einzelnes. Das ist kein Sierpinski-Dreieck, ja? Sondern das Sierpinski-Dreieck ist das hier, beziehungsweise vergrößert, das sieht dann so aus. Ja? Und das entsteht auch, aber durch einen anderen Regelsatz. Ja, genau. Ja, und genau, also geben Sie die Bildungsregeln für dieses Dreieck an. Das können Sie sich mal überlegen, wie müssen die Regeln geartet sein, sodass genau dieses Dreieck entsteht. Und das ist tatsächlich selbstähnlich, weil hier sieht man, dieses obere Dreieck ist genau das gleiche wie das untere und das hier ist genau das gleiche wie das hier und so weiter. Okay, so. Ja. Und das sind jetzt fraktale Strukturen und da möchte ich jetzt auch noch einen kleinen Exkurs machen zu den Fraktalen. Weil bei den Fraktalen, da gibt es jetzt ganz interessante Effekte. Wenn wir uns jetzt, ich gehe jetzt nochmal zurück auf dieses Bild hier. Ich meine, es ist auch interessant, wenn wir da jetzt hin und her schalten, ist genau das gleiche Bild. Zweimal genau das gleiche Bild, bloß das eine grober und das andere feiner. Ja?
Ja, gehen wir nochmal auf das Gröbere. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, berechnen Sie doch einmal den Flächeninhalt von dem Objekt. Naja, das ist doch relativ simpel. Wir haben hier so ein Karo-Muster, ja? Und wir zählen einfach ab, wie viele schwarze Karos sind da drin. Und dann wissen wir die Fläche von einem schwarzen Quadrat und das multiplizieren wir, dann haben wir die Fläche von dem Objekt. Hier wird es schon schwieriger. Und wenn ich jetzt noch dazu sage, nehmen wir mal an, das geht bis in unendliche Tiefe so weiter, dann haben wir ein Problem, die Fläche auszurechnen. Die Fläche. Oder gegen Null. Oder gegen Null. Also gegen unendlich kann sie übrigens gar nicht gehen. Die Fläche ist auf jeden Fall kleiner als die Fläche, wenn das Dreieck ganz schwarz wäre. Das ist sicher. Ja? Die Frage ist nur, ist das eine Fläche oder ist die Fläche Null? Weil, wenn das jetzt, ich meine, ist klar, hier haben wir eine endliche Fläche, aber wenn jetzt diese einzelnen Quadrate wieder fraktal unterteilt sind und das wieder und so weiter, dann sind ja die einzelnen Basic-Quadrate, gibt es ja gar nicht mehr. Die sind ja dann unendlich klein. Infinitesimal klein, also tatsächlich gibt es die eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, welche Dimension hat das Objekt? Ich meine, das ist klar, so ein Quadrat hier ist ein zweidimensionales Objekt und das hat tatsächlich eine Fläche. Jetzt können wir in der zweidimensionalen Ebene, wir können unsere Linie einzeichnen. Und zwar eine Linie der Dicke 0. Ja? Und so eine Linie, die hat keine Fläche mehr. Und deswegen ist die ein eindimensionales Objekt. So ein Quadrat hier, ein ausgefülltes schwarzes, das ist ein zweidimensionales Objekt. Und jetzt ist die Frage, dieses Fraktal, also dieses unendlich tief geschachtelte, was für eine Dimension hat das? Und da kann man jetzt eine fraktale Dimension definieren und es wird rauskommen, dass die irgendwo zwischen 1 und 2 liegt. Und darauf möchte ich jetzt mal kurz eingehen. Da möchte ich jetzt noch kurz ein bisschen was dazu sagen. Ja? Okay, Fraktale haben gebrochene Dimensionen, steht es hier unten auf der Folie. So. Und dazu möchte ich jetzt mal ein bisschen kurz was rechnen. Und zwar, wir schauen uns jetzt in dieser Tabelle einmal an, die Fläche eines Quadrats. Ja? Und zwar, wenn wir die Seitenlänge, hier haben wir die Seitenlänge von dem Quadrat, also die hat jetzt die Seitenlänge 1a, dann ist die Fläche 1a Quadrat. Seitenlänge 2a haben wir 4a Quadrat, Seitenlänge k mal a haben wir k Quadrat a Quadrat. Ja? So, jetzt nehmen wir einen Würfel, also dreidimensional, und das Volumen davon, da haben wir a Quadrat, dann eben 2, sorry, nicht a hoch 3, dann 2 hoch 3 a hoch 3, also 8a hoch 3 oder k hoch 3 a hoch 3. Ja? So, ja, also, hier sind wir im Zweidimensionalen. Ja? Also ein zweidimensionales Quadrat, da wächst die Fläche offenbar quadratisch mit der Länge. Ja? K hoch 2. Und im dreidimensionalen K hoch 3. Offenbar können wir an dem Exponenten hier, an diesem Exponenten die Dimension ablesen. Und das ist die Idee. Ich meine, das gilt jetzt, das gilt für so für Quadrate, Würfel oder n-dimensionale Würfel.
Da kann ich am Exponenten die Dimension ablesen. Und das verallgemeinern wir jetzt. Ja, genau. Also nochmal zweidimensional, die Fläche ist a Quadrat. Ja? Also wir nehmen jetzt quasi ein Quadrat und jetzt nehmen wir noch ein Quadrat mit k-facher Seitenlänge. Dann kriegen wir k mal a zum Quadrat und jetzt bilden wir den Quotienten aus diesen beiden. a2 durch a1. Dann kriegen wir k² a² durch a², also k². D-dimensional, da haben wir a hoch d, k mal a hoch d, k hoch d, a hoch d durch a hoch d kürzt sich aus. Wir kommen wieder auf k hoch d. Ja? So. Was, das Prinzip, Sie sehen es, wir teilen V2 durch V1. Wir vergrößern das Objekt um einen Faktor k, rechnen dessen Volumen aus und bilden den Quotienten. Und dann kriegen wir k hoch d. Und die Dimension, was ist denn das jetzt? Die Dimension ist doch nichts anderes als der Logarithmus von V2 durch V1. So, also bilden wir Logarithmus V2 durch V1 und das ist dann nichts anderes als d mal log k. Und die Dimension können wir jetzt ausrechnen, indem wir ausrechnen, d ist gleich log V2 durch V1 durch log k. Und das nehmen wir jetzt her als Definition der fraktalen Dimension von so einem fraktalen Objekt, wie zum Beispiel unser Sierpinski-Dreieck. So, jetzt schauen wir das Sierpinski-Dreieck an. Das sieht ja erst einmal so aus. Ja? Also, wir haben jetzt, wir betrachten dieses gesamte Dreieck und diese drei Unterdreiecke. Ja? So. Und die Fläche von dem großen Dreieck hier, das besteht aus vier Unterdreiecken, nämlich das, das und das. Und aber das mittlere, das ist die Definition, das ist das Bildungsgesetz, das mittlere ist immer leer. Ja? Das heißt, die Fläche des großen Dreiecks, A2, ist dreimal die Fläche von dem kleinen Dreieck. Okay? So, und jetzt können wir die fraktale Dimension von unserem Sierpinski-Dreieck ganz einfach ausrechnen nach unserer Formel von vorhin. Nämlich die Dimension ist log A2 durch A1, also Volumen von dem Größeren durch Kleineres, durch log k. Und was war jetzt k? Naja, wir haben quasi die eindimensionale Größe um einen Faktor 2 vergrößert. Also wir sind von a auf 2a gekommen, also steht hier log 2. Also haben wir A2 durch A1, das ist 3, das sehen wir hier. Also haben wir log 3 durch log 2 und es kommt raus 1,585. Das heißt, die fraktale Dimension von unserem Sierpinski-Dreieck ist 1,585. Ja? Das heißt, wir haben, wenn das unendlich tief reingeht, ja? Dann ist das ein Objekt mit einer Dimension von 1,585. Nach dieser Definition natürlich nur. Also wir haben jetzt dadurch ein 1,585 dimensionales Objekt erzeugt. Und klar, es ist ja auch, wenn man sich das Bild anschaut, es ist schon irgendwas zwischen ein- und zweidimensional. Ja? Genau, okay. Und wie gesagt, also gehen Sie mal im Internet auf die Wikipedia-Seite und entsprechend weitere Verweise. Da kann man dann ganz interessante zelluläre Automaten sehen. Ja, und da ist eine eigene Wissenschaft daraus entstanden. Übrigens hat der Conway dann irgendwann auch einmal gezeigt, dass zelluläre Automaten Turing-mächtig sind. Das heißt, die kann man sogar verwenden, um beliebige Berechnungsprozesse zu simulieren.
Okay, ja, und damit sind wir jetzt fertig mit dem Kapitel Automaten. Ich glaube, der Hoffmann, der hat, was hat denn der noch drin? Ich glaube, Petrinetze bringt er da auch noch irgendwie als Beispiele für. Ja, genau. Ja, ja. Das habe ich jetzt aus Zeitgründen auch weggelassen. Wäre eigentlich auch noch ein sehr interessantes Thema. Aber ja, wir müssen schauen, dass wir mit dem Rest vom Stoff einfach auch noch durchkommen über das Semester hinweg. So, jetzt haben wir wieder gigantisch überzogen. Keiner hat was gesagt. Also dann machen wir jetzt erst einmal eine Pause.